Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kingdom Come. Ja, ich habe gerade geschlafen und habe gemerkt, das war keine geile Idee, weil ich Kater bekommen habe. Dann habe ich ein Lazarus-Elixier getrunken und bin gleich wieder betrunken. Ich habe aber kein Konterbier. Auswirkung eines Katers zumindest hier auch. Also hebt die Aufkissen auf, ja. Aber trotzdem sind wir noch ein bisschen high. Wir sollten mal gucken. Ich würde liebend gerne... Erstmal haben wir einen Händler entdeckt, das ist schon mal sehr gut. Ich würde liebend gerne hier mal zum Kollegen Schnürschuh und lesen lernen. Hier ist der Vogt. Moin. Hier ist ein Dorfbewohner. Ah! Hey, Kumpel. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Ah ja, klaro. Ich möchte gern lesen lernen. Ich möchte gern lesen lernen. Du? Du siehst nicht gerade nach einem Geistlichen aus. Nun, warum nicht? Du lernst es schon. Bedenke, dass das nicht leicht wird. Es braucht Zeit und kostet. Und einige Groschen. Wir können gleich beginnen, würde ich sagen. Gut. Ich will keine Zeit verschwenden. Wir können beginnen. Je eher ich es meistere, desto besser. Also gut. Dafür musst du mich allerdings mit ein paar Groschen bezahlen. Und plane mehrere Tage dafür ein, damit das auch etwas wird, wo du es doch eilig hast. Ja, 50 Groschen. Hier sind deine Groschen. Dann können wir gleich beginnen. Passt schon, 50 Groschen geht echt klar. Nein, er brach zwar seine Schwur, aber besser das, als sich hier nicht selbst treu zu sein. Möge er seinem Herzen folgen. Oh je, das wird lange dauern. Hui. Aufwachen, Junge. Wir sollten weitermachen. Also, dann diesmal ein Stück. Hier liegt ein Buch auf dem Tisch. Versuch, etwas darin zu lesen. Ob ich das kann? Bestimmt. Es ist ein einfacher Text. Komm zu mir, wenn du es durchgearbeitet hast. Okay. Eines Tages ging ein Bauer zum Nest seiner Gans... zum Nest seiner Gans und fand dort ein Ei, das gelb schimmerte. Als er es nahm, war es schwer wie Blei und er wollte es schon fortwerfen, weil er dachte, jemand hätte ihm einen Streich gespielt. Nach weiterem Nachdenken nahm er es jedoch mit ins Haus und fand kurz darauf heraus, dass das Ei aus purem Gold war. Jeden Morgen fand der Bauer ein weiteres goldenes Ei im Nest und schon bald war er reich. Doch je mehr Geld er besaß, desto gieriger wurde er. So beschied er eines Tages, sich alles Gold, das die Gans in sich hatte, auf einmal zu nehmen. Er tötete das Tier, doch fand nichts. Wunderschön. Eine kleine Geschichte über den Geiz des Menschen. Ich habe das Buch gelesen. Wunderbar. Sag mir, was darin steht. Etwas von einem... dass Gier einem nichts bringt. Das ist wohl wahr. Dass Gier einem nichts einbringt. Großartig. Du bist einer meiner besten Schüler. Du hast die Bedeutung hinter den Buchstaben erkannt. Wie ich schon sagte, Bücher sind wertvoll. Und dasselbe sollte für die Worte darin gelten. Heißt das, ich kann jetzt lesen? Ja, du kennst die Grundlagen. Denke daran, Junge. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Um wahre Redekunst zu erlernen, solltest du noch viel mehr lesen. Kommen wir zur zweiten, schwierigeren Lektion. Viele Bücher sind auf Latein verfasst, der Sprache der Gelehrten und Geistlichen. Wenn du lesen lernen willst, führt kein Weg um diese Sprache herum. Auf dem Tisch liegt ein Buch. Lies es und komm dann zu mir. Du musst es nicht verstehen, aber die Buchstaben erkennen können. Ich habe gerade erst die Fabel von der Gans gelesen. Und nun soll ich Latein lernen? Nicht ganz. Du bist ein kluger Junge. Du schaffst das schon. Du sollst es lesen erstmal. Okay. Setzen wir uns und lesen. Uiuiuiuiuiui. Also, was steht denn drin? Nullus est libre tam malso. Malso. Was? Malso? Von ut non... Aquila parte prosit. Libri muti magistri sunt. Optimus orator est.
wie... Pauxi? Kenne ich gar nicht. Verrips plurima dicit. Plurima? Verrip? Verrips? Nee. Also nullsum est libretam malsum. Malso. Ut non aquila parte prosit. Aquila wahrscheinlich. Parte prosit. Ich hoffe, ich habe den Text noch im Kopf. Ich habe den Text gelesen. Also gut, Junge. Was steht dort? Nullus est liber... Est liber tamalsum. Ut non ali... Aliqua parte prosit. Aliqua, dann. Also nicht nutto est set, sondern nullus est liber tamalso. Malus. 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 Danach habe ich gesucht, nicht mal so. Malus. Och. Nullus est liber tam malus ut non aliqua parte prosit. Herr im Himmel! Und du hast vorher noch nie Unterricht gehabt? Unglaublich! Nun, es gibt nichts mehr, was ich dir beibringen kann. Du könntest dich umgehend weihen lassen, wenn du wolltest. Danke, Domine. Ich fühle mich schon weiser. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Können wir dem ein paar Bücher abluchsen, abkaufen, so mäßig? Wer haut jetzt ab? Okay, erstmal haben wir ja Fertigkeiten bekommen. Lesen. Lesefluss. Beim Lesen wirst du nur halb so schnell müde und hungrig. Wir gewöhnen dich. Sämtliche Bücher sind günstiger. Ja gut, ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Aber das ist wichtig. Dann werden wir nicht so müde. Und Trinkfestigkeit. Biertrinker. Trinkgewohnheit. Weintrinker. Der Werfluss und Alkohol zittern deine Hände 25% weniger und deine Fertigkeit boom ist um 2... Alter. Nee. Bier ist schwächer. Sodass du mehr davon trinken kannst. Wein dagegen ist doppelt so stark, macht dich dementsprechend schnell betrunken. Ich glaube, ich bin eher der Weintrinker. Tatsächlich. Ja, ich bin der Weintrinker, nicht der Biertrinker, der Weintrinker. Hallo? Darf ich? Ich hab da so eine Idee. Du hast Bücher. Lebewohl. Oh ja. Lesebuch. Ein Lesebuch ist gut. Eigentlich müssten wir alles mal kaufen. Ne, die sind halt alle nicht so. Ich nehme einfach mal ein paar Bücher mit. Wie viel kostet denn alles so? Kann ich dem irgendwas verkaufen? Ich kann ihm eine uralte Karte verkaufen. Mal gucken, ob wir das vielleicht irgendwie zusammenfalschen können. Auf so 600. Dann hätte ich halt echt ein paar Bücher, die wir gleich mal lesen können. Wir sind eh betrunken. Weil du es bist. Ein schlechtes Angebot. Machen wir mal so. In Ordnung. Sehr gut, 600 ist gut. Kann ich was mit anfangen? Dann können wir erstmal gut lesen, dann können wir... Bleib locker, Bruder. Dann würde ich jetzt noch mal ein bisschen lesen, damit halt auch der Kater weggeht, weil Kater ist halt echt nervig. Oh, jetzt kommt wieder das Lied. Da, 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 da. Ah, dieses Lied ist toll. Ich liebe es noch immer. Richtiges, gutes Sauflied. So, jetzt hocken wir uns mal hin und fangen an zu lesen. Erstmal das Lesebuch, ha? Lernen. Oh ja. Ach ja. Wir kriegen aber kaum Hunger, habe ich das Gefühl. Also es ist echt gut mit dem Lesen. Wenn wir einmal im Leseflow sind, dann geht das. Jawohl, lesen. Level up. Dann gucken wir doch mal. Können wir das hier lesen? Ah, das können wir einfach nur so aufmachen anscheinend. Jetzt sehen wir gerade nichts. Kann es sein, dass wir dadurch auch Level bekommen? Würde mich jetzt mal interessieren. Steigen wir dadurch auf? Yo, wir steigen auch dadurch auf. Sehr gut, also wir müssen die halt einfach nur aufmachen. Wir können die uns irgendwann mal anders durchlesen. Regula Benedicti 2. Oh ja. Und Turniere. Oh, die Bücher, wie gesagt, ist halt blöd, dass wir jetzt nichts sehen. Urvater Tschech. Und über die Simonie. Ich tue die Bücher, also ich verkaufe sie auch nicht gleich. Ich tue die Bücher mal. Kann ich das lesen? Jo. Ich könnte es nicht komplett lesen, aber ich könnte ein bisschen drin lesen. Was schon mal ganz gut ist, weil dann lernen wir schon mal was.
und kann das Buch immer wieder mitnehmen. So können wir jetzt nämlich auch ein bisschen Zeit immer verdönern, wenn wir es unbedingt mal brauchen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel mal irgendwo warten müssen oder so, dann können wir ganz easy einfach lesen und dann geht die Zeit um. Also sollte ich mich jetzt. Zack. Heute findet in Ratai ein... Oh, das wäre nicht schlecht. Ein Bürger schläft neben mir. Ich würde sagen, ich lege mal die Bücher, wie gesagt, ab. Einmal, damit die nicht so viel Platz verschwenden. Das Lesebuch kann rein, das kann rein, das kann rein. Und die beiden können rein. Okay. Das Lesebuch ist noch nicht durch. Haben wir Level abbekommen beim Lesen? Ja, haben wir. Wir sind Stufe 6, schon krass. Der Magistrat, gebildet zu sein, hinterlässt bei den Leuten einen guten Eindruck. Du erhältst einen Bonus von 1 Punkt, wenn du versuchst, eine Wache zu überzeugen. Okay. Wenn du erstmal ein Fresko oder ein Kreuz bilden, wird dein Charisma um 2 Punkte erhöht. Okay. Oh, ich glaube, das ist eigentlich ganz gut. Oh, Kartograf. Die ganze Karte wird aufgedeckt. Offenbart dir alle besiedelten Orte, Jagdgebiete und Höhlen. Das wollen wir mal haben, oder? Machen wir den Magistrat 1, weil hier Redekunst, Überzeugung von Wachen und so weiter. Das ist schon... Da können wir auf jeden Fall ein bisschen wortgewandter sein. Und jetzt schlafen wir mal durch bis zum nächsten Tag, würde ich sagen, wenn es geht. Ja, machen wir mal so 8 Stunden. Dann sind wir auch erstmal gut wach. Können wir was ätzen und dann, ja, läuft es weiter. Mal gucken, was wir dann machen. Aber Hauptsache, wir haben jetzt erstmal Lesen drauf. Lesen ist wichtig. Ah, oh, da müssten wir aber reiten. Oh, da stehen wir früh auf. Ich würde gerne am Turnier nochmal teilnehmen, tatsächlich. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Halleluja, das wäre eigentlich ganz nett. Müssen wir halt nur mal hinreiten. Nach Ratai. Das wäre nicht schlecht. Aua. So, hier können wir bestimmt irgendwo essen. Wetten. Oh. Sorry. Ah, hier vorne. Ich muss niesen. Moment. Ah, nicht Feuer entfachen. Was essen? Oh Gott. Essen? Aus dem Topf essen, danke. Oh Gott. Ja, ich hoffe, ich werde nicht krank. Ich habe mega Schnupfen. Mega Niesanfälle in letzter Zeit jetzt. Ja! Ist halt immer so. Manchmal wird man dann krank dadurch. Durch diesen ganzen Quatsch. Ah, ja. Okay. Das heißt, reiten wir schnell nach Ratai. Reiten wir nach Ratai. Das kriegen wir aber hin. Das, denke ich, ist kein Problem. Ich werde jetzt auch keine Blümchen sammeln, sondern ich werde einfach nur meinem Pferd die Sporen geben. Und rüber reiten. Oh. Ich muss hier... Stopp. Ich muss hier einmal wenden. Ja. Wir müssen da hinten hoch. Wir hätten jetzt einen anderen Weg nehmen können, aber wir nehmen mal den kürzesten, damit wir das Turnier nicht verpassen. Eieieiei. Also, aber der Pater, der hat mir echt gefallen. Also das war ja echt... Pater Godwin ist so mein Liebling. So, der ist real einfach. Das ist so ein realer Priester halt. Und ja. Klar, dass es heutzutage nicht mehr so viele gibt, die genau diese, ja, in diese Richtung gehen. Ich habe häufig das Gefühl, dass in der Kirche halt viele verstaubte Leute sind. Leider. Oha. Kumanen. Komm schon, Arschgesicht. Ich habe nichts an. Wenn hier gleich ein Kampf lostritt, dann helfe ich natürlich. Und der Silberring. Oh ja. Banditen gegen Kumanen. Was ist schlimmer? Uah. Oh oh. Jetzt sind alle gegen mich. Oha. Oha. Das ist übel. Ja, hier habe ich mein Turnier. Sadist, jemand blutet. Das ist gar nicht mal schlecht. Oh, jemand ist tot. Einer ist gefallen. Mehr hast du nicht drauf? Aua. Aua. Verpiss dich mal. Das nennt man kämpfen. Oha. Moment. Oh Gott. Ich muss ein bisschen zur Seite. Du bist tot. Aua. Aua. Okay, aber die tun mir tatsächlich gar nicht mal so viel.
Da hast du. Ja, komm her, Junge. Dein Kumpel ist draufgegangen, würde ich mal sagen. Aua. Da ist ja noch einer. Okay, so stark sind die ja gar nicht. Na, komm her, Junge. Okay. Das ging schnell. Ich beklau die komplett. Die haben schöne Sachen dabei. Das wird wohl heißen, dass ich mit dem Reiten und so ein bisschen Probleme haben werde. Aber hey. Hier ist ein Falchion. Okay. Gebt mir eure Sachen. Hier ist ein Händlerschwert. Heute find... Oh nein. Ich hab den ausgeraubt, der ist ohnmächtig gewesen. Ah, nee. Ich könnte nochmal hinreiten. Aber da müssen wir uns jetzt echt beeilen. Okay, wir haben jetzt also echt einen Kampf hier abbekommen. Ein gewöhnliches Kettenhemd. Wie gesagt, ich gebe einfach mal alles ab. Alles, was wir so gefunden haben. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht ist da was Nützliches dabei. Das wäre echt nice. Ich muss mich nochmal umgucken, weil hier irgendwo lag noch ein Kuman. Ach da. Den Kuman nehmen wir noch aus. Mit seinem Ritterglanzglasschwert oder was das auch immer ist. Ich glaube, die sind alle tot. Der ist weg. Der Bandit ist tot. Lag hier noch jemand? Nö, ne? Dann komm mal her, Ferdinand. Lass uns mal ab nach Ratai. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber wir haben die echt leicht besiegt. Also unsere Rüstung war halt auch echt entscheidend nochmal. Also der hat halt echt draufgehauen die ganze Zeit. Batz, batz, batz. Und uns ist nichts passiert gefühlt. Okay, reite ich richtig. Wir müssen weiter nach Süden. Ne? Wir müssen gleich nach links abbiegen. Aber wir reiten jetzt einfach mal den Weg nochmal. Ach ja. Und das sind so Ereignisse, die man selten findet, wenn man nicht durchreitet. Ah, wir können unsere Reparaturfähigkeit verbessern. Ich weiß sogar wie. Wir haben ja Rüstungssets und sowas zu Hause. Und diese Rüstungssets, also diese Renovierungssets, die können wir dazu nutzen, um die Rüstung aufzubessern. Und dann können wir, können wir die Rüstung A teurer verkaufen und B, wir leveln halt ein bisschen. Ja. Oh je, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt am besten hinkommen. Ich reite wie bekloppt schon, wie der Wind. Ich reite wie der Wind. Aber wir müssen da jetzt auch ankommen. Hui. Ich bin schnell. Schnell. Ich guck mir mal nach links und rechts, ob hier irgendwie Gegner sind, ob hier wieder irgendwas wieder passiert, sondern ich würde schon gerne das Turnier einmal gewinnen. Ah, guck mal. Was bist du denn? Bauern. Komm, verzieh dich. Was will ich mit Bauern, Alter? Die armen Bauern hier, die werden von mir verkloppt und dann ist gut. Okay, wir müssten jetzt schon in der Nähe von... Oh, das ist neu, das kannte ich noch gar nicht. Oh, Heidewitzka, der Kapitän. Wo sind wir denn? Weil die haben uns mal gefolgt. Ah, wir laufen jetzt einfach nur... Oh, ja. Da rechts ist irgendwo eine Taverne. Ah, da können wir auch nochmal hin. Sehr gut, dann haben wir noch was gefunden. Und ja, dann können wir dort... Sieht aus wie so eine Taverne oder sowas. Soweit ich weiß, ist es auch eine. Da können wir dann gleich hin. Hey. So. Und schneller, 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 schneller. Wir müssen schnell runter. Und ich lasse mal mein Pferd ein bisschen ausruhen. Damit er die letzte Strecke wundervoll packt. Ohne dass er motzt. Hotte Hü. Hotte Hü, Pferdchen. Und dann haben wir übrigens, das Gute ist, wir haben ja jetzt echt einen Teil der Karte aufgedeckt. Das heißt, wir können jetzt uns noch mal ein bisschen freier umschauen. Gucken, oh, da ist ein Gebäude, da ist ein Gebäude. Wir gucken mal rein. Vielleicht finden wir auch was. Wir haben auch noch kaum Nebenquests angenommen. Das ist halt auch so eine Sache. Und die würde ich auch noch gerne machen. Und wir haben die DLCs noch nicht gespielt, natürlich. Und auch noch nicht mal angefangen. Also von daher sind so Sachen, die müssen wir auch noch mal machen. Ja. Bleibt halt noch ein bisschen offen. So ein paar Sachen bleiben offen. Ein paar viele Sachen.
die wir noch nicht gemacht haben. Wir haben jetzt die Story jetzt recht weit gefolgt, sind wir jetzt recht weit gefolgt, ne? Wir haben jetzt, jetzt wissen wir auf jeden Fall, wo unser nächster Anhaltepunkt ist. Das wäre das nächste Dorf quasi, wo wir hin müssten, oder das ist die nächste Stadt oder so. Ja, aber vielleicht machen wir auch mal so ein paar Nebenquests jetzt einmal. Gucken mal, was die Leute in Rattay zu sagen haben. Jetzt haben wir auch wieder das Turnier vor uns, ne? Ja, es gibt viel zu erleben. Viel zu erleben. Zum Spiel. Wir können ja auch mal gucken, ob vielleicht Stadtmissionen oder Dorfmissionen wieder da sind. So Sachen halt. Dann können wir uns in Rattay sehr beliebt machen sogar, wenn wir Bock haben. Bestimmt geht das auch. Da vorne ist schon Rattay. Sieht wunderschön aus. So aus der Ferne, es regnet, ne? Gucken von weiter her. Sieht schön aus. Sieht schön aus. Ja. Und ich hoffe, wir gewinnen jetzt mal das Turnier. Also, weil beim letzten Mal, der Typ, der hat uns halt echt eine auf die Nuss gegeben. Also dieser schwarze Peter hieß der, ja. Der hat, glaube ich, mit einer Axt gekämpft. Tja. Ah, Herr Robert geht zum Dienst. Moin! Hoppala. Hä? Können wir zugucken? Oh, krass. Moment, ganz kurz. Ich lade schon mal die Sachen ab. Ich hoffe, wir können überhaupt noch mitmachen. Wäre blöd, wenn nicht. Dann haben wir uns extra so beeilt. Krass, was wir hier alles finden. Moment, Schwert. Ich will die Schwerter noch wegtun. Wir haben einen Kriegshammer bekommen. Einen kumanischen Bogen. Oha! What a fight! Krass. Ich bin hier drüben. Ich melde mich mal lieber an, nicht, dass es hier irgendwie Stress gibt. Der schwarze Peter ist wieder da, der Bürger. Wo ist denn der Typ? Ach, hier vorne. Hey, Kumpel. Gott segne. Ich möchte gerne, sofern du das Startgeld hast. Ah, sehr gut. Dann sicher? Dann. Das schreibe ich mir auf. Und ich muss wissen, welch... Langschwert, immer Langschwert. Das Langschwert. Gut, mach dich Möge Gott über dich war. Oh, schade. Ich würde mir gerne die Kämpfe ansehen, das wäre cool. Aber es geht ja nicht. Na gut, okay. Den hiesigen Kampfplatz betritt nun Heinrich aus Galitz. Aus dem Gefolge von Herrn Ratzig-Kobilla. Mal schauen, wer noch so kommt. Gegenüber Karl der Pfahl, rauer Gehilfe aus Rattay. Oh. Wünschen wir den Wettstreitern Glück. Einfache Gegner, ha? Na, komm her, Junge. Die Streiter haben den Kampfplatz betreten und der erste Zweikampf möge beginnen. Ich hab aber... Es wird ein Schlagabtausch. Hab ich meine Ausrüstung oder hab ich eine neue? Oh, hi. Oh, der ist gar nicht mal schlecht, der Junge. Na, komm her. Schlag zu. Na, komm her. So viele Chancen hast du gar nicht. Mal schauen, mit was er noch kämpfen kann. Er sagt bloß nicht mit dem Hammer. Sehr schön. Au. Ich habe gerade... Ich habe gerade dummerweise auf die Kombos geguckt. Einmal hier voll ins Gesicht. Und dann hier nochmal. Da. Okay, die sind viel stärker. Okay, sehr schön. Ah, komm her. Im Zweikampf bin ich gut. Schade, ich wollte ihn treffen. Nochmal. Nochmal auf den Kopf. Komm her, Junge. Hier hast du Sadist. Der blutet. Der Sack blutet. Hau drauf, Junge. Sehr schön. Hallöchen. Ja,
Come on! Voll in die Enge gedrängt und kaputt gehauen. Oh, jetzt kommen wir aber hier in den Nahkampf. Nun gilt es, die Waffen für den nächsten Kampf zu wählen. Unsere Recken kämpfen mit Jagdschwertern. Oh nein, da bin ich ganz schlecht drin. Komm her. Gott verdammt! Aber ich kann gut abwehren, das ist halt der Vorteil. Das könnte für mich vom Vorteil sein. Ja, komm, hau drauf, Junge. Komm. Okay. Vorsicht. Ich kann hier natürlich keine Kombos machen. Komm her. Oha. Der haut drauf. Sehr gut ausgewichen. Na komm her, hau drauf, Junge. Ich beweg mich sogar nicht für dich. Ah, fuck mich nicht ab, Alter. Ich wollte genau das gleiche machen gerade. Einmal auf den Kopf bekommen. Verpiss dich. Der wird eh sterben. Oh, nochmal. Oh, nochmal. Und nochmal. Gib auf. Ah, gewonnen. Sehr gut. Wenn er diese Runde für sich entscheiden konnte, erreicht er die nächste Runde. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, haut da rein. Ciao.